Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda The Minish Cap, unserem wundervollen kleinen Abenteuer mit Link, dem grün gewandeten, gekleideten kleinen Blondschopf, der hier unterwegs ist in der geheimen Welt von Tabanta. Momentan tatsächlich in der Ruine von Tabanta ist oder wie auch immer der Kram hier heißt und der jetzt in den... Ruine des Windes. Wir sind gerade in der Ruine des Windes und jetzt gehen wir in den Tempel des Windes. Ach, diese Namen sind doch alle wunderschön. Der dritte Dungeon steht uns also bevor und ich würde mal sagen, wir gehen rein und holen uns das nächste Element. Tor des Windes, so heißt das Ding, nicht Tempel des Windes. Entschuldigung. Und hier werden wir, glaube ich, eine ganze Zeit lang zubringen. Die Ruine war offenbar in diesem Steilhang verborgen. Struppi, gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Natürlich, das tun wir doch immer wieder. Auf die Fallen aufzupassen. Ich bin einfach nach links gegangen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie dieser Tempel... Ja, so langsam kommen ein paar Dinge wieder. Diese Skelette werden nervig. Sind nervig. Verzeiht mir, dass ich da falsch gesprochen habe. Aber ich glaube, dass wir sie ausschalten können. Oh Gott. Killerschädel gibt's hier auch. Augen, auf die man mit Pfeilen schießen kann, gibt es ja auch. Es gibt alles Mögliche. Dieser Tempel ist wirklich, oh Gott, angefüllt mit nervigen Skeletten. Aber die sind sogar eigentlich relativ einfach zu erledigen. Wir müssen einfach nur warten, bis sie gesprungen sind. Dann sind sie gelandet und dann sind sie tot. Bedeng! So einfach geht das alles hier. Ich würde wetten, dass hier eines von diesen Dingern, ja, nervig ist. Ach, wir haben den Boomerang ja gar nicht gekauft. Total vergessen. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das funktioniert nicht mehr, schade. Diese Teile, die ihr da gerade an der Wand seht, dieses Ding, das kann man besiegen, allerdings nur mit einem Boomerang. Dann wird es nämlich zu einer Fee, was sehr interessant ist. Aber wie gesagt, man kann sie so nicht besiegen, man muss sie mit einem Boomerang besiegen. Andere Waffen sind wirkungslos. Eieiei, ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass ich gerade den genau falschen Weg entlang gehe. So, hätten wir das immerhin schon mal erledigt. Gucken wir also mal, was sich hinter dieser Tür hier befinden mag. Viele böse Monster. Schön. Ah, klar. Nein, du guckst in die falsche Richtung. Ja, das ist die richtige Richtung. Nein, falsche Richtung wieder. Danke. Ach, komm schon. Ja. Sehr schön. Huh. Das war anstrengender, als ich erwartet hätte. Aber hey, wir haben es geschafft. Und wir kriegen einen Kompass. Geil. Dafür haben wir unser Leben riskiert. Für den verdammten Kompass. Na, wunderbar. Ist ja schön. Okay, das heißt, das hätten wir erledigt und, ja. Wie gesagt, also ihr könnt hier sehen, dieser Tempel beschäftigt sich größtenteils erstmal mit Rätseln, die sich um den Bogen drehen. Beziehungsweise einfach müssen wir diesen Bogen benutzen hier. Wir finden natürlich auch in diesem Dungeon ein weiteres Item, ist ja klar. Was es werden wird, ist, will ich ja noch nicht verraten, aber man kann sich es eigentlich schon ein bisschen denken. Immerhin haben wir ja bereits am Eingang gesehen, dass hier ziemlich viele von diesen Wänden sind, durch die man sich, die man nicht durchdringen kann. Die aber doch schon ein bisschen verdächtig danach aussehen, als könnte man sich da irgendwie durchgraben. This war dumm. Nee, das war gar nicht mal dumm. Haha, wir müssen es so machen. Moment. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Ich habe mich übrigens gerade nach links gestellt, einfach nur um zu verhindern, dass ich versehentlich mit meinem Zwilling gegen diese Wand hier laufe. Das passiert mir viel zu häufig. Aber hey, wir haben es geschafft. Und bekommen einen Schlüssel. Hui. Und er fliegt ganz nach unten. Nanu, ist da nicht gerade etwas heruntergefallen oder irre ich mich? Ja, werden wir gleich mal sehen, ne?
fliegen wir doch auch einfach mal nach unten. Wird ja kaum wehtun. Nö. Aus dem dritten Stock runtergefallen, tut uns nicht weh. Das ist doch, das nenne ich mal, geil. Diese Wände hier meine ich, da kann man sich doch bestimmt irgendwie durchfressen. Möchte ich meinen. Ah, da kann man als Minisch durch. Und hier geht's noch weiter. Aha, ein weiteres Herzteil. Na, was da wohl auf uns wartet? Das werden wir gleich erfahren, wa? So, was haben wir hier? Ein Glücksfragment. Sehr schön. Lassen wir das Ding hier erstmal passieren. Genau. Und hier warten wir kurz und sorgen dann dafür, dass da oben eine Kiste auftaucht. Hey, hallo Kiste. Na, wie geht's dir? So, was haben wir sonst noch? Ein weiteres. Ach, diese grauen Schleimviecher. Nervig bis zum geht nicht mehr. Und sehr viele Kisten. Ihr könnt hier sehen, man kann wirklich diesen gesamten Dungeon, nachdem man das Item gefunden hat, mit dem man diese Dinger durchdringen kann, nochmal durchschreiten. Und alle Secrets finden. Das wird also ein bisschen dauern. Ich bin mir also wirklich nicht sicher, ob wir diesen Dungeon diesmal tatsächlich in einem Part bezwingen können oder ob wir kläglich scheitern werden daran. Also an diesem Versuch. Ach, komm schon. So, wir müssen... glaube ich, so hier durchgehen. Ja. Und dann werden wir zum Minish. Perfekt. Wir müssen wahrscheinlich dieses Teil hier einschalten und dann, uns wieder groß machen. Auch so einfach geht das. Weiß nicht, warum wir nicht zu dem anderen Ding gehen konnten, aber ist ja eigentlich egal. Och Gott. Die gehen viel zu schnell, wenn die in einem Bewachen-Modus. Das ist... Ah. So. Nervenbolzen, meine Herren. Und da ist er. Der Schlüssel. Sehr schön. Aber natürlich wollen wir uns vorher, bevor wir den Schlüssel direkt einfach, dem Schlüssel einfach direkt hinterher springen, uns erstmal kleiner machen und als kleiner Typ von der Größe eines kleinen, ach Gott, was weiß ich, eines Flohs nach unten graben und immer noch keinen Schaden bekommen. Egal. So, damit haben wir unsere Herzteile erhalten. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo zum Deibel wir hier rauskommen. Ah, der Stein war verschiebbar. Seht ihr, so schnell geht das. Und dann haben wir den zweiten Schlüssel. Und jetzt finden wir vielleicht mal heraus, wofür wir diese Schlüssel eigentlich brauchen. Das haben wir ja noch gar nicht geguckt in der Mitteltür hier. Ha. Guck mal. Ist ja überhaupt nicht versperrt hier. Warum bin ich erst den anderen Weg gegangen? Ich weiß es nicht. Tatsächlich hatte ich einfach... gehe ich selten den direkten Weg, sondern einfach alle anderen Wege erstmal. Dann gehe ich geradeaus. Sorgt meistens dafür, dass ich in den Spielen direkt den richtigen Weg nehme. Weil die Leute damit rechnen, dass man erst geradeaus geht und damit das Secret quasi entdeckt. Hey! Na? Wie geht's dir, hm? So, was finden wir denn hier oben? Bestimmt die Karte. Die fehlt uns ja noch. Ja, da ist ja tatsächlich die Karte. Ja, wo gehen wir denn eigentlich zuerst lang? Hier runter? Dort oben lang? Dafür brauchen wir wieder die, was weiß ich, das Drillgerät. Und hier kommen wir auch nur mit dem Driller, mit dem Bohrer weiter oder wie auch immer wir das Ding jetzt nennen wollen. Das ist ja ein hypothetisches Item, das wir noch nicht haben können. Nee. Gott, ich bin ein schrecklicher Geheimniskrämer. Aber hey, wir haben die Dinger zerstört und... aha, dafür brauchten wir also die Schlüssel. Ein linker und ein rechter Weg. Gehen wir doch mal zuerst den linken Weg und gucken uns dann den rechten an.
Oh mein Gott. Oh, das war. Wow. Boah, das war wirklich ein bisschen anstrengend. Das ist. Ich weiß nicht, ob ich das. Wie ich das. Ah, Gott. Grabscher. Hey, nervige Dinger. Falls ihr die Dinger auch noch nicht kennt, diese Grabscher. Ja, versuchen uns zu grabschen. Und wenn sie das geschafft haben, dann bringen sie uns meistens an den Eingang des Dungeons zurück. Also keine angenehmen Zeitgenossen und vor allem ziemlich nervig. Am nervigsten sind sie tatsächlich in den 3D-Zeldas, da man dort am schlechtesten ausweichen kann. In den 2D-Dingern geht es noch, weil man den Schatten relativ schnell sieht. Mir ging es wirklich, wie gesagt, in den 3D-Teilen immer am stärksten auf den Senkel. Weil ich da sowieso schon immer mit der Steuerung zu tun hatte. Aber hier geht's noch. Noch, sag ich aber nur. Noch. Also, sie sind schon etwas nervig. Ja. Unauffälliges Teil hier auf jeden Fall. Und der Tarette. Die Maulwurfhandschuhe. Ich hätte sie tatsächlich wieder übersehen. Ich weiß noch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, wie ich dieses Spiel zum ersten Mal gespielt habe und diese blöde Wand nicht entdeckt habe. Ich habe diesen Dungeon bis von oben bis unten durchsucht und wusste nicht, was zum Teufel ich machen soll, weil ich diese Wand einfach nicht entdeckt habe. Das ist schrecklich. Die ist echt gut versteckt. Und das ist nicht mal ein Secret oder sowas. Es ist tatsächlich diese Maulwurfshandschuhe, die wir benötigen, um hier weiterzukommen. Also, Respekt. Ah, super. So eine Geldverschwendung, der ganze Kram hier. Respekt für dieses gute Verstecken auf jeden Fall. Das ist ein Ding. Boah, das habe ich gehasst. So, da wir jetzt allerdings hier fertig sind, würde ich sagen, wir gehen erstmal ganz kurz wieder an die unteren Stockwerke und durchsuchen dort alles von vorn bis hinten. Denn immerhin werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal den Rest des Dungeons durchsuchen können. Also graben wir hier mal alles frei. Hier drüben ist nicht viel, glaube ich, bis auf diesen einen Rubin halt, ne? Den holen wir uns, auch wenn es Verschwendung von Geld ist. Wir werden sowieso später genug Geld zusammenbekommen. Und dann graben wir uns erstmal hier entlang. So. Oh, was haben wir denn hier? Eine Kiste mit einem Glücksfragment. Yay, sehr schön. Und hier finden wir... Oh, oh. Ah, nur ein paar Zauberer und ein paar magische Lampen. Mit mysteriösen Muscheln. Die haben wirklich viel Wert. Ein Glück, dass diese mächtigen Magier die mysteriösen Muscheln verteidigt haben. Waren hier oben auch noch Sachen zum Durchgraben? Ich glaube nicht. Nee. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier war nichts. Oder war hier was? Ich weiß es nicht mehr. Ah! Wieso müssen jetzt alle Gegner wieder auftauchen? Das ist doch nervig. Ja, okay. Puh, ein Glück, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Hier war also tatsächlich etwas. Ah, ein rotes Glücksfragment. Wunderbar. Hab ich's doch geahnt. Okay. Ach, siehst du, hier war wirklich einiges noch. Das ich beinahe übersehen hätte, weil ich da nicht mehr dran gedacht habe. Oh, noch mehr rote Glücksfragmente. Das ist aber gerade ein Lauf, den wir hier haben. Ich glaube aber, das war es jetzt tatsächlich, was wir ansonsten noch finden konnten an dem ganzen Kram hier. Ich werde natürlich nochmal den Rest absuchen. Ach nein, verdammt. Sicher ist natürlich sicher. So, komm. Na, das war's jetzt aber. Also ab nach unten. Und dann wird der andere Aufgang durchsucht, denn dort finden wir auch noch einige Sachen. Da war zum Beispiel das Ding mit der Statue, die auf den einen Schalter verschoben werden musste.
Das weiß ich ja noch. Den Rest, den wusste ich halt noch nicht mehr. So. Erstmal gucken, was hier drin ist. Noch ein rotes Glücksfragment. Sehr schön. Und die Statue, die auf den Schalter verschoben werden musste, die war tatsächlich in einem anderen Teil des Dungons. Dungions. Denn das war's hier schon. Okay, dann also ab wieder nach unten. So, dann hätten wir das hier also alles abgesucht. Gehen wir also weiter. Nein. Ein paar Herzen würde ich ganz gerne wieder einsammeln. Ich bin jetzt etwas unvorsichtig da oben vorgegangen. Also musste natürlich hier was geändert werden. So, schauen wir mal, was wir hier finden können. Ein blaues Glücksfragment. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Das sieht mir sehr nach Endgegner aus. Also warten wir noch ein bisschen. Bevor wir hier weitermachen. Ich möchte nur ganz kurz die Wände checken. Wobei ich nicht glaube, dass wir hier was machen können. Ne, hier war nichts. Okay, gut. Das kommt später noch mit den Wänden. Die Goronen werden nämlich nicht durch irgendwelche random Bauern oder sowas herangelockt, wie bisher. Habe ich hier was übersehen? Ich glaube, hier habe ich nichts übersehen auf der Seite, ne? Ne, hier habe ich nichts übersehen. Das war ein direkter Übergang. Schauen wir also mal hier nach. Die Goronen werden nämlich durch... Also es gibt so eine Wände, in denen sind so eine kleinen Dinger, über die wir Fragmente mit denen wir Fragmente vereinen können. Und dadurch... Ah, das war knapp. Ich hatte Angst, dass wir nicht zwei durchkommen. Wie gesagt, es gibt halt irgendwelche Wände. Eieiei, die Grabscher schon wieder. Ah, ist ja schrecklich. Schauen wir doch mal, was uns das gebracht hat, dieses wundervolle Portal hier anzumachen. Offensichtlich können wir hier durch. Aber was bringt uns das? Übrigens sehr schön. Ah, nee, doch nicht. Ich bin ein Idiot. Was wollte ich hier? Ah! Ich glaube, wir müssen hier noch nicht durch. Habe ich so ein Gefühl gerade. Oder ich habe irgendwas übersehen. Ja, ich habe... Bin viel zu früh hier reingegangen. Ich glaube, wir müssen hier später erst durch. Okay, das heißt, wir machen uns wieder mal größer. Und schauen uns erstmal an, was es da mit diesem Verschieben der Teile da oben so auf sich hat. Ah, schon wieder euch ihr Nervensägen. Das ist sehr schön hier. Ah, das sieht auch so süß aus, wenn er da drin steckt. Ah, ich liebe es. Okay. Hier ist relativ offensichtlich, glaube ich, was wir zu tun haben. Also setzen wir uns mal dran. Drei Felder Unterschied wäre dazwischen, also müssen wir den hier aktivieren, dann 1, 2, 3 und den hier oben. Tätaratä, so einfach ist das Ganze. Schönes Rätsel, finde ich eigentlich. Sehr schönes Rätsel. Guck mal, wie süß er aussieht, wenn er in dieser wenn er dann unten drin ist. Ich liebe es. Haha. Ah, und hier müssen wir als Minischen durchklettern. Das ist doch ganz in Ordnung. Das heißt, dann machen wir das jetzt mal. Oha. Nicht schlecht, die Attacke. Nicht schlecht.
Also verkleinern wir uns doch mal. Und schauen wir mal, was wir in diesem wunderschönen Wandloch da finden können. Tipps. Eieiei. So, haben wir diesen Raum endlich hinter uns gelassen. Wir müssen nie wieder da durch, hoffentlich. Okay, wir können uns also vergrößern. Ah, und wir bekommen einen Schlüssel. Wie nett. So, den Schlüssel wollte ich mir gerne holen. Allerdings würde ich auch ganz gerne nochmal gucken, ob wir irgendwo andere Sachen finden können hier. Sieht allerdings nicht so aus. Als ob hier irgendwelche Geheimnisse lauern würden. Dann können wir jetzt also wieder verduften. Okay. Oh Gott. Und irgendwie an diesen dämlichen Grabschern hier vorbei. Ah, die ignorieren uns, glaube ich, als Minish. Ich würde gerade aus irgendeinem Grund statt Minish Sif sagen. Ich weiß nicht mal genau, wieso. Irgendwie bin ich ja gerade ein bisschen durcheinander gekommen in meinem Gehirn. Ja, als Sif ignorieren die uns ja. Also die denken ja nicht, dass wir Sif sind. Deswegen. Haben wir Glück. So. Ein paar nervige Gegner getötet. Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, die Dinger mal ohne Schaden zu nehmen, zu erledigen. Ha. Also noch ist es nicht erledigt, aber ich meine, ich habe schon mal es geschafft, bei dem Ding reinzukommen, ohne Schaden zu bekommen. Und das ist schon mal ein Fortschritt für mich. Wieso ist hier eigentlich immer alles so vergraben? Die verlocken einen ja wirklich dazu, alles Mögliche auszugraben, nur damit man hier sieht, ob irgendwas vorhanden ist. Ist schon ein bisschen gemein. Aber hey, wir haben den Schlüssel, wie es zu erwarten war. Und lassen uns rechts runterfallen. Oh, das ist ein böses Ding, wirklich. Wo lässt man sich jetzt runterfallen? Das ist gemein. Und sich dann wieder hochkämpfen zu müssen. Oh, hasse ich ja. Ich wollte gerade schon sagen, warum können wir da nicht runter? Ah, es war zum Glück nur ein kleiner Fehler. Und so wie es aussieht, wird dieser Part eine gewisse Länge haben. Aber hey, diesen Dungeon schaffen wir heute noch, würde ich sagen. Wir sind ja jetzt gerade direkt dabei, den Endgegner herauszufordern. Also müssen wir uns jetzt nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Sondern graben uns direkt durch hier. Und durchschreiten diese wundervolle Tür. Ja, oder wie geht... Ach, komm schon. So. Das reicht. Ab in den Endgegnerraum. Oh, da ist ja nur eine Statue. Ein Glück. Oh, nö. Was nu? Vergesst mal ganz kurz die Statue-Theorie. Ich glaube, das ist keine Statue. Oh, der greift mehrfach an. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber hey, eigentlich ganz einfach. Wir müssen auf die Bälle schießen aus der Statue. Dann sehen wir dabei zu, wie der Typ kleiner wird. Und dann gehen wir bei ihm rein. So. Eine dieser Säulen, wie ihr sehen könnt, hat quasi so eine Art Symbol. Dann gehen wir wieder raus. Werden größer, weichen seiner beschissenen Faust aus, mehrfach, seinen Fäusten, Entschuldigung. Was? Das war daneben, ihr wollt mich doch verarschen. So, schlagen die nächste erste Hand platt, weichen der nächsten Hand wieder aus. Ah. Ah. Spielen wieder Gehirntumor. Und das ist im Endeffekt der gesamte Kampf. Aha! Außer natürlich, dass wir jetzt dieses kleine ja, Gimmick, sag ich mal, haben. Dass die Werteherrschaft... Aha!
versteckt, welche Säule jetzt eigentlich anfällig ist. Ah! Aber keine Sorge, die Drohne mit der lustigen Mütze begleitet uns jedes Mal wieder nach draußen. Bevor diese Hand explodiert, denn eigentlich müssen wir den Gesetzen der Logik folgend. Sofern wir das in diesem Spiel machen können, indem wir uns in einen kleinen Typen verwandeln. Ah! Au. Ja, wie gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir mit diesem Kopf zusammen explodieren. Das würde nämlich, glaube ich, etwas wehtun. Ich bin mir sicher, wie oft wir diesen Typen jetzt eigentlich noch besiegen müssen. Aha. Ich glaube, das war's. Schaut ganz so aus. Ja. Mhm. Ja. Macht bumm. Auf jeden Fall. In einer fetten Pixel-Explosion. Ich liebe es. Nur irgendwie kriegen wir nicht unser Element. Wir kriegen einen Herzcontainer, aber wo ist unser Element? Oh, die Musik ist so schön hier. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Wir sind das Volk des Windes. Seit langem leben wir mit dem Wind. Nun haben wir dies vollbracht. Es ist ein Gegenstand, mit dem du von hier zum Himmel fliegen kannst. Willst du später unsere Kraft nutzen, spiele das Instrument, das der Vogel dir überbringen wird. Dann öffnet sich ein Weg. Okay. Es ist kein Windelement, es ist eine Ocarina des Windes. Was ist denn das? Hier ist ja gar kein Element. Das sieht so aus, als hätte hier früher das Volk des Windes gelebt. Offenbar flogen sie mit dem Element hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Lass uns hier weggehen. Wir fanden zwar kein Element, aber wenigstens einen Hinweis. Mit Hilfe der Ocarina des Windes werden sich neue Wege öffnen. Suchen wir nun das nächste Element. Das machen wir gern, allerdings natürlich nicht mehr in dieser Folge. Die ist nämlich an dieser Stelle vorbei. Guckt euch mal sein Gesicht an, wenn er schaufelt. Ich finde, das sieht so schön aus. Ah, das ist so süß, dieses Spiel. Diese Animation, diese Gesichtsausdrücke, die er macht manchmal. Ach, so süß. Wenn er fliegt, ach Gott, ich liebe es. Diese Details halt, ne? Okay, also, ich hoffe mal, dieser Part hat euch damit so gefallen. Wir haben das dritte Element nicht erhalten. So eine Scheiße, Rotzen, Dreck, Mist, Müll, Kacke, Wurst. Ah, aber hey, wir werden irgendwie noch eine Möglichkeit finden, das zu verbringen. Ich hoffe einfach mal, dass dieser Part euch damit soweit gefallen hat. Wir sind es ja nämlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns daran machen, ja, wie soll ich sagen, das vierte Element zu suchen. Vielleicht werden wir beim vierten Element ein bisschen mehr Glück haben. Das werden wir dann sehen. Nicht mehr in dieser Folge. Wie gesagt, die ist schon mehr als lang. Wir sind es beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.